So, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Totally Accurate Battle Simulator. Und ich bin heute oberkörperfrei, deswegen seht ihr nicht ganz so viel von mir. Ist ein bisschen zensiert. So, wir haben letztes Mal aufgehört bei S-Word and Catapult. Hier haben wir ein paar Schwertfuzzis und ein Katapult, ja. Ich will nochmal die Scarecrow ausprobieren. Ich war ein bisschen enttäuscht von dir letztes Mal. Aber ich bin überzeugt, dass die besser ist, als es den Anschein macht. Warte, vorne packe ich ein bisschen Halfling-Futter so hin für die Katapult. Und dann noch drei von denen. Und noch ein Hayballer. Als Support für die Halflings, damit sie nicht instant down gehen. Und wenn doch, ist auch eigentlich auch egal. Ah, cool. Der Support hat nicht so viel gebracht. So, jetzt kommen Schnetzel, die weg. Ja, wunderbar. Das ist gut gelaufen. Mensch. Okay. Sind das Magier? Ein fetter Ritter und kleiner Ritter. Interessant. Komm. Scarecrows. Und um die ein bisschen aufzuhalten. Ein paar davon und noch zwei davon. Und jetzt baue ich einfach darauf, dass die Scarecrows mal richtig reinballern. Das sind jetzt drei Stück. Die müssten doch jetzt mega stark sein. Was machen? Buffen die den oder was? Wahrscheinlich heilen die den jetzt. Komm, beeilt euch. Jungs. Macht doch mal was. Sag mal, seid ihr eigentlich komplett geistig verwirrt? Junge, er shakes schon. Hä? Also die Scarecrows auf, kommen echt nicht ganz klar. Potion Seller. So. Ich muss irgendwie die Futzis da hinten. Das ist doch ein Wheelbarrow, nicht schlecht, oder? Was kommt hier von der Seite? Da eins. Und dann auch ein Harvester. Zwei Harvester. Und ein Halfling. Die sind immer ganz wichtig. So. Jetzt kommt, müsst durch zu den Futzis da hinten. Zu den Magiern. Ja, einer von denen ist schon mal weg. Das ist schon mal nicht schlecht, aber das reicht nicht. Ja, doch, die Potion Seller hauen noch rein. Ja, gut. Nur noch zwei. Einer. Nee, doch noch. Lol. Wieso stehen die wieder auf? Bleibt doch liegen. Okay. Ja, jetzt müssen noch der große fallen da. Der König oder was ist das? Ja, ein König. Junge, wie viel hält der aus? Komm schon, werf ihn ab. Jawohl, du. Damals dem König gezeigt. King Catapult. Das ist doch ein Katapult einfach mega stark, oder? Wie viel kostet? Oh. Okay, hier ein Katapult. Und hier. Schwierig. Jetzt zwei davon und dann hier noch ein Archer. Zwei Archer. Und ein Barde. So, ich hoffe, dass der Katapult hier ordentlich reinballert. Ja, sehr schön. Alle tot schon. Okay, komm, wenden. Junge, das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Er hat volle Kanne gegen die Wand geballert. Und schon wieder. Wunderbar. Mensch, das ist ein richtiges Genie. Irgendwie haben die sich ein bisschen festgefahren hier. Okay. Jetzt kommt der Barde dran. Alter, wie inkompetent kann man eigentlich sein? Komm, beeil dich, beeil dich. Ach, Junge, wie dumm. Katapult nach hier hinten. Archer hin. Ja, mal schauen. Na, wieso kann das nicht stehen bleiben? Das ist ja cool. Wenn es so befehlen könnte, okay, bleib hier stehen. Wir sind alle tot. Oh, die kommen alle da. Das ist gut, das ist gut. Die kommen jetzt alle da lang. Komm, komm, jetzt schieß, schieß, schieß. Katapult. Jawohl, das hat ordentlich reingesammelt. Okay, nachladen. Die Archer machen ja auch noch ein bisschen auf. Wunderbar, sieht gut aus. Jawohl. Und noch drei Stück da. Kommt schon. Beeilt euch. Bisschen Beeilung kommen. Jawohl, das war ein starker Move. Keinen einzigen Verlust. Hier und hier ein Katapult hin. Und ein Schwertfuzzi. Oh, das backt hier drinne.
Obwohl, sie kann trotzdem, kann es trotzdem schießen, bitte. Ja, hä? Das ist ja mega einfach. Hä? Ah, das war dumm. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier das von der Zeit passt. Junge, der hat... Hä? Was ist da passiert? Hat sie sich selber zerstört? What the fuck? Jetzt kann sie sich bewegen, gut. Jetzt gehen alle darüber. Ja, ist auch in Ordnung. Warum nicht? So, komm, komm, komm. Schnell, jetzt, jetzt, jetzt. Mach. Schönes Ding. Okay, zwei Ballisten und Protectors. Also für die Protectors würde ich erstmal hier Katapulte nehmen. Danach noch Archer einfach. Was wollen sie tun? Hier, dass erst die Ballisten darauf schießen, wäre perfekt. Auf den Baden da, das wäre optimal. Oh. Hat nicht ganz geklappt. So, komm, jetzt die Archer müssen das Ding hier klären. Jawohl, die halten nichts aus. Schön. Alter, ich bin einfach ein strategisches Genie. Was haben wir denn da jetzt? Ein Büffel oder was? Gut. Machen einfach ganz viele Archer. Und ja, komm, noch mehr Archer. Alter, wenn die es nicht schaffen, ne? Das sind so viele. What the fuck? What are you doing? Okay. Ja, das ist ein bisschen unfair, wenn die so krass die Distanz überbrücken können, so easy. Ja, und die treffen ja nix. Junge, jetzt schieß ihn doch einfach ab. Alter, ey, die treffen ja echt nichts. Ja gut, das war ein kleiner Fail so, ne? Ich dachte, die haben ein bisschen besseres Aiming. Gut, das war ein Schuss in den Ofen. Ich würde sagen, wir machen King. Das sind doch die Typen, genau, die heilen den. Die heilen den und dahinter Archer. Ja. Das sieht auch stark aus. So, damit der King die hier aufhält, der sollte das ja die ganze Zeit überleben, wenn er geheilt wird. Und die Bogenschützen können währenddessen reinböllern. Okay, hat nicht ganz geklappt. Wo ist der King? Der King ist tot. Oh, der ist jetzt unangenehm, ne? Aber das schaffen die, komm. Ihr müsst es... Junge, was tust du? Jawohl. Er ist mein Mann. Junge, du schießt in die falsche Richtung. Solche Leute brauche ich in meiner Armee. Oh, schon wieder ein neues Terrain. Ice Archers only. Almost. What the? Okay. Okay, zwei davon. Und... zwei davon und eine Shieldbearer. So, komm, Minotauren. Ja, macht alle kaputt. Ich weiß, ich kann es halt absolut nicht einschätzen. Die haben relativ viel HP scheinbar. Und machen auch ordentlich Damage, aber... Oh, der wird ziemlich langsam hier mit der Zeit. Durch das Eis. Und kassiert deswegen auch mehr. Das ist nicht gut. Aber die sollte es noch schaffen. Komm schon, ich glaube an euch, Jungs. Zieht durch, jawohl, geht doch. Jetzt bin ich aber mal gespannt auf Zeus. Hat er einen Minotaur? Noch ein Minotaur? Oh, dann reicht's nicht von einem. Okay. Mathe und so, ne? Kennt man. Snake Archer, ja. Keine Ahnung, was die machen, ob die gut sind oder nicht. Schauen wir es einfach mal. Mal schauen, was Zeus macht. Okay. Junge, was hält, hängt der weg, bitte? Alter. Junge, der wird elektrogeschockt. Ah, da sind relativ viele von den Fuzis. Oh, crap. Kommt schon, Zeus. Zeus? Du warst ein Zeus? Zeus? Nein, ein Zeus ist weg. Nein, komm schon, das wär so, es wäre so knapp. Verdammt. Zeus, ich bin enttäuscht von dir. Drei Ballisten. Ah, reicht's fast noch ein Zeus. Nur noch Snake Archer dahinter, komm. Das kann doch nicht schief gehen. So, dahin hin. Perfekt. Die Schlangen halten erstmal auf, die Ballisten böllern rein, genau. Töten am besten die Häuptlinge da. Na, es klappt nicht so ganz irgendwie. Die Schlangenfuzis brauchen zu lange. Die brauchen viel zu lange, holy crap. Jungs, ihr dürft dann auch mal wieder, ne?
Wieso macht ihr nichts? Nee, also das klappt gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Warte, was passiert, wenn ich einfach so... Weil es manchmal auch durch Masse einfach. So, und dann... Die Snake Archer, die waren kacke. Die haben nichts geschissen bekommen. Dann noch Zeus dahinter. Mit einer Kackballista. Und davon noch mehr. Und ein Schildfuzzi. So. Der Zeus macht die ganzen Low-Level, diese No-Tanky-Futzeries weg. Die Ballista macht hoffentlich die Fetten weg. Und die anderen tanken. Ja, doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm schon, Balliste. Brauchen wir nicht mal, sehr gut. Okay, Medium Army. Also Zeus auf jeden Fall mal. Damit die ganzen Kleinen weg sind. Und für die Großen würde ich, ja, zwei Ballisten, noch ein Zeus und vier Schilder. Schilde, oder? Ich glaube schon Schilde. Ja, das sieht sehr gut aus, wunderbar. Der hält jetzt auch ein bisschen auf. Und dann haben wir noch zwei Ballisten. Wieder ordentlich reinballern. Komm. Oh, verfehlt doch nicht. Okay, komm schon, bitte, verkackt das jetzt nicht. Jungs, beeilt euch doch. Ja, ja, nein! Ach, komm. Komm, beeil dich, lad nach. Er hat einen Unfall gehabt. Jetzt, schieß doch! Oh, Gott sei Dank. Eieiei. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.